Hey ho Leute, willkommen zurück zu Ark Eternal 4. Im letzten Part haben wir uns aufgemacht, den Primal Direbear, den wir gesehen haben, zu zähmen. Da war hier ein Stück weiter vorne. Ich hoffe, dass das klappt und der uns nicht aus dem Leben zerrobbt. Wir haben extra ein Eternal Prime Meat für ihn hergestellt. Wir wissen nicht, ob das reicht. Da steht zumindest, dass er sonst nichts essen würde. Und ich hoffe, dass eins reicht. Ich bezweifle es jetzt irgendwie ganz stark, weil das ein bisschen einfach wäre, meiner Meinung nach. Aber es wäre cool. Wir haben jetzt leider auch nichts von einem Sattel gelesen für das Vieh. So, bist du der 560er? Ja, was greift mich an? Trodon, jetzt nicht mehr, okay. Wow, 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 Server, was ist los? Okay. So. Aua, mich greift schon wieder irgendwas an. Geh weg jetzt. Gut, den Bär wollen wir haben. Bam! Okay. Aua. Au. Oh shit. Werd betäubt. Oh, das geht schief. Das geht so schief. Wow. 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 Stimmt, wir haben noch nie versucht, einen Prime mit... Verdammt, bin ich blöd. Wir haben noch nie versucht, einen Prime zu betäuben, fällt mir gerade ein. Oh Mann, ich Idiot. Wir haben nie versucht, einen Prime zu betäuben. Ha! Ups. Ja, das ist dann... Oh, fuck. Das war dann ja jetzt irgendwie klar. Jetzt bin ich ja doch hier oben gespawnt. Oh Gott, ich bin ein... Aha! Idiot. Ein Idiot. Einfach nur ein Idiot. Ich habe unseren Poison Trike gekillt, unseren High-Level Poison Trike. Ohne nachzudenken. Oh, Idiot, es war doch klar. Wir haben noch nie versucht, einen Prime zu betäuben. Das waren nur Alphas, die wir betäubt haben. Das ging easy. Aber die Primes machen zu viel Damage. Oh mein Gott, das war dumm. Ich habe unsere Bertha getötet. Naja, wer ist nicht die Erste und wird nicht die Letzte sein. Okay, mit dem Poison Petri kann ich das ganz fett knicken. Der braucht, glaube ich, nur ein oder zwei Hits kassieren und dann war es das. Okay. Vielleicht hätte es geklappt, wenn ich von Anfang an den Giftatem gespammt hätte. Aber so, wow. Was ist hier los? Achso, du glitzerst. Stimmt, nachts leuchten die ein bisschen extremer. Okay. Ein Satz mit X, ne? Oder ist er zufällig down gegangen? Nein, oh mein Gott. Bertha sieht noch so lebendig aus. Lebt Bertha noch? Bertha? Nein. Moment. Oh ja, Bertha. Bertha lebt noch? Oh nein. Okay, nein. Nein, sie lebt nicht. Ich habe Angst abzumounten, um ehrlich zu sein. Okay. Gib mir alles. Okay, das ging ganz gut. Essen? Ess mich? Damit der Shit verschwindet? So. Wo ist der Sattel hin? Ah, warum? Ah, da. So, wieder ein bisschen Deckung geben, bitte. Cool. Was ist hin? Gib's mir. Sonst noch was? Die Kristalle, ja, bitte. Und der Rest ist mir relativ egal. Okay. Ja, das ging ja mal fett in die Hose. Wow. Rache für Bertha. Uah! Okay. Okay. Ich glaube ja nicht, dass wir so ein Vieh getötet bekommen würden. Boah, da siehst du gar nichts. Ich glaube, die haben bestimmt ein paar Millionen Leben oder so. Wow, wow, wow. Geh weg. Au. Oder ein paar hunderttausend. Wo ist der überhaupt? Aber irgendwie... Wow, Mann. Hätte ich jetzt wirklich gern Rache. Blutet der? Ich glaube, das sieht nur so aus. Oh nein, er scheint zu bluten. Okay, wenn ich ihn jetzt noch treffen würde, wäre das ganz cool. Oh ja, ich treffe ihn sogar.
Vielleicht brennt er für Max Leben prozentual. Autsch. Wir haben ihn getötet? Okay, wir haben ihn getötet, das ist cool. Gucken wir mal, was in der Tüte drin ist. Hosen, Kibbel und der blöde Pfeil. Okay. Was gab's jetzt? Es gibt uns neue Hosen. Super, unsere anderen sind alle zerstört. Wow. Scheiße. Eternal Kibbel, ja, okay. Ist cool zu haben. So, und das Dino-Blut. Was bist du da vorne? Apex Purlovia, oh, super. Kekse oder was? Stirb! Oh, okay. Das ging wirklich einfacher als erwartet. Was hat das? Was haben wir da bekommen? Oh, ein Apex Terror Bird Sattel. Okay, coole Angelegenheit. Und Immortal Apex Kano Sattel. Okay. 13.900 Metall. Krank. Krank. Okay, wenn wir so ein Vieh... Aber wir haben doch gerade einen Apex Polovia getötet. Das war doch auch irgendwie gar nichts wert. Oh, wir haben Apex-Blut bekommen. Okay, das lassen wir alles mal schön oben im Dino, damit wir es auf jeden Fall finden. Wir heben den ganzen Shit mal auf. Ich weiß nicht, wie stark die Primal-Dinos hier spawnen werden. Ach ja, können wir dich reparieren? Zack, 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 zack. Nö. Okay, wir haben keine Faser. Ist egal. Machen wir wieder Gamma ein bisschen normaler. Oh Mann, das da ging ja. Oh Mann. Wo ist das? Oh, da ist das ja. Wir haben immerhin noch das Prime-Zeug. Toll. Was sollen wir damit jetzt machen? Was können wir damit machen? Wir könnten immer noch versuchen, ein Prime zu betäuben. Ist davor noch ein Alpha? Will mich das Spiel verspotten? Ja, das Spiel will mich verspotten. Was habe ich davon? Hm. Oh, was bist du? Du bist lila. Ein Fabled Megal. Oh, cool. Ich will dich töten. Ich will wissen, ob du was Besonderes gibst. Okay. Wow. Okay. Wow. Okay. Ich hatte recht. Es gibt besondere Dinge. Wo fangen wir denn an? Fable Blood. Hm. Okay. EP. Cool. Tox Trank Bullet. Okay. Uninteressant. Uninteressant. So, was haben wir hier? Egal. 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 Tame Helper. Perfekt. Geil. Und? Noch ein Tame Helper. Nice. Die behalten wir. Sehr cool. EP Potions und Tame Helper. Sehr geil. Die Fable-Dinger droppen gutes Zeug. So. Und jetzt werden wir einfach ein bisschen mit unserem Terra landen. Den Sattel würde ich gern haben. Und den ziehen wir dir an. So. Ein bisschen Fleisch vielleicht noch darüber. Ansonsten nichts weiter. Gut. Zack. Und dann gucken wir mal, ob er... Ja. So, ich denke, Gamma können wir wieder normalisieren. Gucken wir mal, wie er sich anstellen wird. Wir können es ja an dem Alpha erstmal testen. Weil wenn er den Alpha schon kaum down kriegt, macht es keinen Sinn. Okay. Okay, scheint ja nicht so gut zu funktionieren. 3 Hits. Oh. Okay, das ist stark. 3 Hits und der Alpha ist down. Und er ist wirklich kein normales Fleisch. Jetzt gerne mal testen. Aber es sieht nicht so aus. Er hat genug Hunger. Was, wenn ich das reinlege? Oh. Okay. Okay. 1 reicht nicht. Shit. Es hat ihn zur Hälfte getamed. Das Prime. Prime Meat war es, glaube ich. Das Special Prime Zeug. Wow. Okay. Leute, wir müssen das echt langfristiger angehen. So geht das nicht weiter.
Oh, das war dumm. Zack. Das fährt mit bitte da hoch. So wird das nix. So, jetzt gehen wir den nämlich mal töten. Obwohl, wir könnten... Nein, wir gehen den töten. Wir töten jetzt einfach alles, was da ist. Und sammeln ein bisschen von dem... What the fuck? Da hinten war was ganz Buntes. Ach, das ist nur ein Raptor. So, wie viel Leben hast du überhaupt? Was hast du für Stats? Da können wir doch ruhig mal reingucken. 288.000 Leben nur, ne? Das hält sich in Grenzen. Okay. Bam, 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 bam. Brennt er jetzt? Kriegt er jetzt Bonusschaden dadurch? Wir können ja mal gucken. Oh ja, sein Leben tickt extrem runter. Seht ihr das? Deswegen machen wir so viel Schaden, weil dieses Feuer, das macht anscheinend Elementschaden. Denke ich zumindest mal. Oder abhängig des Schadens, den wir sowieso verursachen. Also Prozentualschaden meinte ich mit Element. Und du gibst uns nichts, weil du betäubt warst. Ja. Okay. Okay, gut. Damit können wir leben, wenn es sein muss. Du musst jetzt leider sterben, weil ich deine Organe brauche. Obwohl, ich würde dich lieber leben lassen und nicht deine Organe missbrauchen. Boah, Damage, Junge. Egal. Wir nehmen alles, was wir kriegen können. Damit wir... Oh mein Gott. Nächstes Mal besser vorbereitet sein werden. Ja, stell dich nicht so dran, wir kriegen dich. Ah, the Battle of Doom hier. So. Was gut ist, dass sich die Fleischfresser eindeutig besser heilen als die Pflanzenfresser. Komm hier drauf, ich brauche dein Herz und deine DNA und all sowas. Was? Ich habe nur Dino-Blut bekommen? Hä? Von wem kriege ich die DNA? Von Alphas? Von Eternal Dinos? Jetzt bin ich verwirrt. Wir haben ja quasi gar nichts bekommen. Und immer dieser Kack-Sound dazu. Also im wahrsten Sinne des Wortes Kack-Sound. Okay, 250. Nein! Ach, egal. So, das sind wir. Und jetzt unser Vögelchen. Das kriegt auch... Oh, wow! Wow! Stark! Ich will dich auf 170 haben, Minimum. Dein Leben reicht mir eigentlich, aber... Was soll's? Wenn schon, denn schon. Und noch ein bisschen mehr Damage. Okay. Ja, hör auf zu kacken und flieg. Soweit, so gut. Wir haben jetzt nichts allzu Besonderes bekommen. Ist ein bisschen schade. Oh, was ist das? Ein Drop. Ich will wissen, was in dem Drop drin ist. Wir halten Ausschau, ob wir was Interessantes sehen nebenbei. Oh, was war das? Ein Schwein. Mäh. Nicht, dass jetzt irgendwas jetzt von hinten anbumst, wenn wir hier gerade den Drop looten wollen. Sieht ganz okay aus. Gut. So, unser Poopmaster hier, der ist erstmal beschäftigt. Eine Pistole, okay. Handschuh, was ist das? Das ist zum Bauen. Hm, naja. Okay, davon will ich nichts. Danke. So, die Rüstung, die ist gut. Handschuhe. 304 Rüstung, ne? Immerhin. Hör du mal auf zu kacken jetzt. Ich hätte auch gern wieder ein... Oh, das ist ein Prime-Pferd. Was wirst du gekillt oder angegriffen? Wir mischen uns da mal ein. Okay. Irgendwas haben wir getroffen. Ah, da ist ein Cursed Raptor. Ah. Okay, wir haben jetzt nicht wirklich was von dem Pferd bekommen. Ich sehe auch gar nichts mehr. Da ist aber auch keine Tasche gedroppt, oder? Das sieht nicht so aus. Okay. Hm. Also, ich habe noch nicht ganz raus, welcher Dino was spawnt. Oder droppen kann, sagen wir es mal so. Oh, da ist die Stelle, wo wir mal bauen wollten. Wo uns irgendwas gekillt hat, so. Oh, ist das ein Prime? Kenpro? Oh ja, oh, da halten wir uns mal fern von. Das ist nur ein blöder Raptor. Ich glaube, die Elementals, nein, die Eternals, wer, Alphas? Na, was gibt's noch? Ich bin verwirrt, was gibt's noch mal? Es gibt Alphas, es gibt Primes. Es gibt normale. Da ist endlich einer, komm her. Ja, ja, endlich. Endlich ein Elemental, Dodo! Ja!
Eternal. Stimmt, Eternal. Welche droppen jetzt das ganze Zeug, das wir brauchen? Mann, ich bin so durch den Wind. Ich glaube, ich muss mir die Sache nochmal angucken, weil irgendwie habe ich jetzt keine Ahnung, wo es die Dino-DNA mehr hergab. Oh, da ist noch einer. Wo wohnen wir? Fuck. Da vorne. Da vorne wohnen wir, oder? Ich glaube. Oder? Ich glaube, nein, da vorne. Genau, da vorne wohnen wir. Sehr cool. Dann haben wir jetzt endlich einen dieser Dodos. So, dann schmeißen wir dich nämlich hier ab. Und blub. So. Hallo Bertha, gib mir mal bitte Beeren. Oh Gott, du hast keine Beeren, die waren alle in... lass mich... Flieg! Nicht kacken, fliegen! Immer diese widerspenstigen Dauerkacker. So, aber in dir ist doch definitiv noch was drin. So, gib mir mal ein paar davon. 500 reichen? Ja, perfekt. Dann haben wir endlich einen von diesen kleinen Dodos. Gott sei Dank. Die kann man nämlich auch weiterentwickeln und dann hat man sowas wie einen laufenden Kühlschrank. Ach du Arsch, wo bist du jetzt hingerannt? Musste das sein? Musst du... Noch, wo bist du hingerannt? Da bist du ja. Komm her. Okay, das war ein bisschen schnell. Oh, er hat ein Ei gelegt. Mist. Das kann ich jetzt gerade nicht sammeln gehen, sonst rennt er wieder weg. Bleib da. Hier, ich schieb dir die Beeren in den Boppes und du bleibst bei mir. Ja, genau. Bück dich schön vor. Dann kriege ich sie auch ganz tief rein. Nicht den... Wo willst du hin? So ist fein. Komm her. So, das ist jetzt der Eternal Dodo. Der legt Eternal Eier. Die können wir zu Kibbel verarbeiten. Oder wir können ihn upgraden. Den Raffos Dodo. Und dann wird er ein mobiler Kühlschrank. So. Und da wir ihn hochheben können, schmeißen wir ihn definitiv in unser Haus rein. Und zwar genau hierhin und dann Verhalten, Sitz und Passiv. So. Gut. Haben wir noch DNA, um zu gucken? Nein, wir haben keine DNA mehr, verdammt. Was habe ich denn da reingelegt? Potentes Narkotik, weg damit. Oh ja, EP-Tränke, die können wir da reinballern, das ist eine Idee. Oh, Medium, wir haben auch ein großes. Oh, wir haben auch ein großes. Genial. Okay, was brauchst du denn? Ein bisschen höher mit der Maus. So. 50, 50 und 100 und 150 Fasern. Okay. Übrigens, Fasern. Da ist doch noch was. Da kriegen wir doch bestimmt noch was hin. So, Waffen, Nahkampf. Leder und Fasern haben wir, glaube ich, keine mehr. Holz. Ah, Holz. Okay. Yay. Oh, eine Axt können wir auch. Ja, das wäre eine Idee. Sehr geil. Dann haben wir endlich mal anständiges Werkzeug zum Arbeiten. So, der kann weg. Komm. Und zack. Und pop. Sehr schön. Sehr geil. Oh, die Eier droppst du aber auch echt gut raus, ha? Wie lange halten die denn? Boah, ewig. Okay. Mal da rein. Konsumgüter zähmen. Alpha-Kibbel. Das essen die Alphas dann doch auch. Wie lange hält das Kibbel? Ewig. Oh. Schick. Ich glaube, wir werden ein Eternal-Dodo-Gehege eröffnen müssen. Ist das Ei noch da? Ja, ist es. Oh. Wir haben den Alpha gekillt, oder? Oh ja, wir haben den Alpha gekillt. Oh Mann. So, mal gucken, ob wir den zweiten Dodo noch finden. Der war ja auch hier in der Nähe. Irgendwo hier hatten wir den gesehen. Da ist der Kentro. War er nicht so... Das ist ein anderer Kentro, glaube ich. Da ist nochmal ein Kentro. Na, hier irgendwo war der. Ich hätte gerne den zweiten Dodo noch. Die Eier sind mega hilfreich, um das Kibbel für die Alphas herzustellen. Wo bist du? Ich hab dich doch eben so schnell gefunden durch Zufall. Da! Wow. Zwei? Geil. Komm her.
Dann können wir den einen in die Hand nehmen und den anderen können wir greifen. Sehr geil. Ich hab nur Angst, dass wieder was kommt und uns töten will. Ich glaube, wir müssten wirklich mal bald unser Haus upgraden, weil das ist sonst ein ganz schöner Witz. So, benannt werdet ihr noch? Bleib du mal hier. Ah, da ist er ja. Wow, ich glaube, wir haben echt Glück mit den Eternal Dodos. Oh, er hat ein Ei gedroppt. Aber das sehen wir besser erst auf, wenn er gezähmt ist, sonst ist er böse auf uns. Nein! Ey, komm, nimm die Beere. Bück dich. Bück dich, ja! Und voll rein hier. Er steht da drauf. Hast du noch ein Ei? Oh, die legen ja Eier wie nichts. Ich frage mich, ob die normalerweise seltener sein sollten. Gut, wir haben auch schon 4 Stück verkackt, die einfach gestorben sind. Also, hm. Perfekt, wunderbar. So, ein Ei. 2 Eier. So, dann heben wir dich auf. Komm her. Dann fliegen wir, genau. Und den grabben wir. Perfekt. Perfekt. So, das ist doch cool. Es schreit zwar danach, dass wir unser Gebäude mal upgraden, damit wir sicherer sind. Aber jetzt können wir wahrscheinlich alle Alphas zähmen, die wir jemals wollten. Das sollte doch gehen. So. Hopp. Hör auf. Du gehst da hin. Nein, so ist nicht gut. Du sollst dich so rumbacken. So, Moment. Hey, nicht rumdrehen. Hey. Du bist doof. So ist gut. So, jetzt komm du bitte auch noch. Hier wird wieder Dauer gekackt. Wir müssen unbedingt ein größeres Haus bauen. Okay, du gehst mir auf den Sack. Oh, cool, ein Ei. Hast du gut gemacht. Aber du stehst im Weg. Geh dahin. Okay. Oh mein Gott, so viele Eier. Zack. Zähmen. Wir müssen das eigentlich jetzt noch testen gehen, wie gut das Kibbel funktioniert. Ich meine, wir haben hier 3 von den... Oh. Gibt anscheinend nicht schlecht EP. Wir müssen unbedingt mal testen, wie das jetzt beim Betäuben funktioniert. Das muss noch passieren, diese Folge. Hier dein Sattel. Und los geht's, mein Kleiner. Oh, ich habe Level abbekommen. Stimmt ja, da habe ich mich noch gefreut. So. Gut, die Vögelchen sind da drin. Sie legen brav Eier mit der Zeit. Das können wir noch verbessern, so ist es ja nicht. Jetzt müssen wir nur noch einen Alpha finden, den wir betäuben können. Leider haben wir die Alphas gekillt, die hier in der Nähe waren. Du bist doch braun. Bist du auch ein Alpha? Na. Normales Vieh. Du bist doch... Was bist du? Eternal... Er würde wahrscheinlich Zeug droppen, das wir brauchen würden. So, hier war alles so gefährlich. Wir gucken uns hier mal um. Ob wir hier irgendwo was Alpha-artiges finden, nachdem wir die Alphas gekillt haben, die hier waren. Da vorne. Was haben wir denn da? Sieht doch nach Alpha-Bär aus, ja. Gut. Level 340. Hm, nicht so gut, aber zum Testen wird's reichen. Was ist das? Ist das ein Blitz-Tylazoleum? Du Scheiße. Folge mir bitte. Hey Bär. Komm her. Ach, so ein doofes Ding. Kommt er jetzt? Wieso? Was ist er jetzt? Klasse. Da vorne ist direkt dieser Tylazoleo. Wo ist er hin? Wow, shit. Okay. Ich habe keine Lust, betäubt zu werden, um ehrlich zu sein. Okay. Haben wir ihn betäubt? Oh ja. Na gut, er ist nur Level 20. Aber er ist wunderschön. Aber er ist nur Level 20. Und mit dem Level 20er will ich nicht wirklich rumlaufen. Ich meine, gut, das hier ist auch ein Level 20 Poison Petri, aber
Ich will, wenn er eine anständige Katze. Ich meine, das ist ein wertvoller Dino, also soll er auch schick sein. So. Weg mit dir. So, an dir testen wir jetzt das Kibbel. Okay, scheint ja jetzt nicht so wirklich gut zu funktionieren. Okay. Was soll das Alpha-Kibbel dann? Das verstehe ich jetzt nicht. Wir haben das Alpha-Kibbel hergestellt, wir haben es benutzt. Also es liegt in ihm drin, meine ich damit. Und es bringt nichts. Das ist sehr seltsam. Wieso können wir Alpha-Kibbel, nom nom? Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Das ist doch ein Alpha... Okay, das funktioniert nun mal nicht. Schade. Wirklich schade. Das ist seltsam. Ich probiere das Zeug nochmal an einem normalen Dino. Vielleicht ist das ja einfach nur ein mega gutes Zähmkibbel. Aber das sollte man dann doch schon ein bisschen anders formulieren, finde ich. Weil so kommt es einfach nur rüber, als wäre es echt toll, um Alphas zu zähmen. Auch wenn sie nebendran direkt das normale Alpha-Zähmzeug haben. So, hier fühle ich mich ein bisschen sicherer. Na, komm du mal her. Oh. Ja. Oh. Okay, fast. Oh. Ja, ja, ja. Oh. Ah. Geht doch. Es verfolgt uns nichts? Nein. Okay. Gut. Mensch, Iguanodon. Oh, der ist sogar High Level. Geh weg, du blödes Kombi-Vieh. Wenn das funktioniert, will ich den vielleicht mitnehmen. Gut. So. Hallo? Kibbel? Er ist es. Er ist es auf jeden Fall mal. Okay, blöde Mücke. Dadurch, dass man nicht rückwärts gehen kann, ist es echt nervig. So. Er hat es gegessen. Und es ist weg. Okay. Hast du Fleisch? Nein, frisst er nicht. Er frisst Bären. Nehme ich an. Okay. Das ist schön für dich, du Vieh, aber du kriegst die Bären nicht. Okay, das Alpha-Kibbel hätte funktioniert. Ich muss mal noch mal schauen, wofür das genau gut ist, weil ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht. Ich habe gehofft, dass es doch für die Alphas wäre. Aber offensichtlich nicht. Naja. Okay, wir wohnen da vorne. Oh, da kommt gerade ein Drop runter. Naja, egal. Es ist nämlich wieder Zeit. Wir müssen uns auf jeden Fall ein neues Poison-Vieh besorgen. Vielleicht mal ein High-Level-Petri oder so. Und ich glaube, für die nächste Folge werde ich einen neuen Schuppen bauen. Weil so langsam haben wir echt wertvolle Dinge für unseren jetzigen Stand. Und da wäre es sinnvoll, eine anständige Base zu bauen. Und ich denke, die Base werden wir da oben auf den Hügel legen. Das hat mir doch ziemlich gut gefallen. Wir haben auch ziemlich viel Platz. Da werden wir die Base hinlegen. Vielleicht hier unten so ein Dino-Stall oder sowas. Und dann sehen wir uns nächstes Mal mit dem Basebau. Also Leute, macht's gut. Ich bin raus. Ciao.